Also, wer das hier nicht ausprobiert, ist selber schuld. Denn diese Wirktaschen gefüllt mit Käse und Fleisch sind sowas von lecker. Und so simpel zu machen, du musst nicht mal einen Teig ansetzen. Ich verrate dir, wie es geht. Wir starten hier mit Zwiebel, Petersilie und zerkleinern das einmal. Dann geben wir 400 Gramm mit dazu, Salz, Pfeffer und Paprika edelsüß. Das Ganze wird jetzt einmal schön durchgeknetet und umgefüllt. Dann kommt Käse in den Mixtopf. Der wird jetzt auch einmal ganz kurz klein gemacht und auch umgefüllt. Jetzt kommt noch eine richtig leckere Panade. Im Anschluss werden nämlich die Wraps da drinnen gewälzt und ausgebacken. Dazu brauchen wir Eier, Schmand und Mehl. Einmal das Ganze anrühren und umfüllen. Ja, 5 Wraps einmal in der Mitte durchteilen und dann angefangen mit Fleisch ganz hauchdünn draufstreichen, ein bisschen Käse drüber geben und im Anschluss als Dreieck falten und nochmal ein bisschen platt drücken. So sehen sie perfekt aus. Und dann nochmal in der Panade baden von beiden Seiten. Das Ganze machen wir jetzt mit den ganzen Wraps. Und dann kommen sie in die Pfanne bei mittlerer Stufe von beiden Seiten goldbraun aufbacken und ihr habt die perfekten Ergebnisse. Ich sag's euch, die Familie und ihr werdet begeistert sein.